So, liebe Akada-Freunde, weiter geht's mit dem TIFF-Format. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, weil das TIFF-Format tatsächlich auch noch eins der ältesten Bildformate ist. 1992 erfunden, 1994 dann von Adobe übernommen. Und dieses Bildformat kam weit vor diesem PNG-Format, weil man im Internet tatsächlich ein Bildformat brauchte, was entgegen zu den JPEG-Dateien eben nicht die Dateien komprimiert hat. Man hat in Kauf genommen, dass die Dateien dadurch riesig werden, aber man brauchte für die Druckereien und für andere Werke eben ein verlustfreies Bildformat und das war das Target-Image-Format. Das ist das TIFF-Format. Und dieses TIFF-Format wird auch heute noch unterstützt und auch gerne benutzt, wenn man eben an Druckereien Bilder verschickt und dort zum Drucken abgeben will. Und das hat einen einfachen Grund, weil man in diesen TIFF-Dateien ein etwas anderes Farbmodell abspeichern kann, als man das bislang mit JPEG oder GIF-Dateien oder PNGs gemacht hat. Und das müssen wir uns mal angucken, denn das ist ebenfalls ganz wichtig zu verstehen. Schauen wir uns die Bildschirme von heute einmal an, dann sind das Bildschirme, ja, die über Lichtfarben angesteuert werden. Also da gehen dann kleine LED-Lämpchen an oder je nach Technik halt eben Lämpchen an, aber es ist ein Licht, was ausgestrahlt wird. Und dieses Licht kann rot, blau oder grün sein. Also die drei Grundfarben. Und wenn man diese drei Grundfarben mischt, dann kommt Weiß dabei raus. Ja, das ist eben physikalisch so und erzeugt eben, wie gesagt, ein weißes Licht. Das heißt also, um ein Weiß auf unserem Computer darzustellen, müssen einfach die drei Grundfarben eingeschaltet werden auf diesem Pixelchen. Ja, und dann hat man einen weißen Punkt. Bei der Druckerei ist das nicht der Fall. Wenn ihr mal in die Druckerei geht und werft mal die drei Grundfarben zusammen in einen Eimer, dann habt ihr plötzlich schwarz. Ganz so einfach ist es nicht. Es gibt da noch Unterschiede. CMYK, das ist bestimmt etwas, was ihr schon mal gehört habt. Das steht für Cyan, Yellow, Magenta und K für Schwarz. Das sind die Farben, mit denen die Drucker arbeiten. Ähnlich wie die Grundfarben beim Licht, aber eben Druckfarben. Und beim Drucken ist es eben so, dass wenn man die drei Farbwerte dieser Grundfarben, Cyan, Yellow und Magenta zusammenbringt, dann kommt da Schwarz bei raus. Also völlig anders, als wir das am Computerbildschirm machen. Ja, wenn wir am Bildschirm eben mit Lichtfarben arbeiten, haben die später mit dem Ausdruck unter Umständen nichts zu tun. Und deswegen gehen Grafiker hin und arbeiten im sogenannten CMYK-Farbmodell, auch am Computer. Der simuliert dann quasi die Eigenschaft dieser Druckfarben. Aber damit hat man eben tatsächlich nachher auch die Blautöne und Rottöne so getroffen, wie der Drucker sie später ausdrucken wird. Und die Grafikprogramme wie Pixelmator und Affinity vor allen Dingen unterstützen diese Farbräume, dieses CMYK-Format, das völlig anders Farben speichert. Und damals konnte man das als Datei nicht weitergeben, weil immer wieder in diesen JPEG-Formaten und PNG-Grafiken dieses RGB-Farbmodell drin war, aber blöderweise nie ein Farbmodell mit CMYK gespeichert werden konnte. Und deswegen hat man das TIFF-Format entwickelt. Da geht das. In diesem TIFF-Format kann man dieses CMYK-Farbmodell darstellen, abspeichern und weitergeben. Und dazu kommt eben, dass die Grafiken x-beliebig mal geöffnet und immer wieder als TIFF-Format gespeichert werden können und anders als beim JPEG nie kaputt gehen, die werden nie komprimiert, die bleiben unkomprimiert. Damit kann man sie einer Druckerei geben und hat die Sicherheit, dass das Bild, was man der Druckerei gibt, auch dem entspricht, was man hier auf dem Bildschirm layoutet hat. Deswegen ist ein sehr beliebtes Format, auch wenn die Dateigrößen wirklich riesig sind, das eben weiterzugeben. Und deswegen ist es jetzt schon wichtig für uns, ihr merkt schon langsam, warum wir uns mit den Bildformaten auseinandersetzen, zu überlegen, für was mache ich eigentlich meine Druckpublikation oder meinen Grafikentwurf? Will ich den später auf meinem heimischen Drucker vielleicht auch ausdrucken? Dann kann ich durchaus in diesem CMYK-Farbmodell arbeiten, um die Farben nachher auf dem Drucker auch genauso zu haben, wie ich sie hier am Bildschirm erlebe. Wobei auch heute die Übersetzung von einem Lichtfarbmodell, also vom RGB-Farbmodell, in der CMYK per Software passiert und die das recht gut hinkriegen. Es gibt sogar schon Druckereien, die das machen. Da kann man seine Bilder eben in diesem RGB-Format abgeben. Die wandeln das dann um in dieses CMYK und das sieht dann recht gut aus. Aber für Profis reicht das nicht aus. Es gibt Firmen, die ihre Farben patentieren lassen haben und da muss jeder Farbwert genau dem entsprechen. Das wird sogar nachgemessen und dann will man das korrekt haben und dann will man nicht irgendeinen Algorithmus haben, der das übersetzt hat und so halbwegs ein Rosa hinbekommen hat oder ein Gelb, sondern es muss genau das Gelb eben sein, was man eben ja lizenziert hat oder aus dem das Firmenlogo besteht. Also deswegen, wir Laien können damit leben, dass eben die Farbmodelle eigentlich egal sind und unsere Softwareprogramme alles irgendwie schon richtig machen. Ja, wenn ihr also ein Bild ausdruckt, wird das auf dem Drucker schon irgendwie gut aussehen. Aber könnt eben auch sicher sein und im CMYK-Farbmodell arbeiten und es dann mal ausgeben.
Wobei man da jetzt auch noch aufpassen muss, weil die Profis ja schon wieder sagen, um Gottes Willen, erklärt er das einfach. Weil das natürlich auch noch abhängig ist von eurem Bildschirm. Und deswegen gibt es noch Farbprofile, die man für die Bildschirme laden kann. Weil nicht jeder Bildschirm das Gelb eben so darstellt wie der andere Bildschirm. Und dann gibt es eben solche Farbprofile, mit denen das so ein bisschen übersetzt wird, dass eben das Gelb überall auch gelb aussieht. Also zumindest so gelb, wie man es eben sich gedacht hat. Das ist ein kompliziertes Thema und es ist so kompliziert, dass wir uns da gar nicht mit beschäftigen wollen, aber es mal verstanden haben. Aber wie gesagt, wir können als Laien gut mit den Modellen arbeiten, mit denen wir hier arbeiten, aber Profis kennen sich damit aus, kalibrieren ihre Bildschirme, laden die Farbprofile, auch die Farbprofile übrigens von den Druckereien, denn jede Druckmaschine in der Druckerei druckt ja auch anders und auch die haben sogenannte Farbprofile, die man sich dann runterladen kann, in den Computer laden kann, damit dann arbeiten kann. Also ihr merkt, für den Profi ist das TIFF-Format gemacht worden. Und das reicht uns als Information. TIFF ist für Druckereien und Profis und alles andere ist so fürs Internet und für uns. Ja, aber da gibt es noch leider andere Bildformate, die wir auch noch kennenlernen müssen. Die gucken wir uns im nächsten Teil an.